Manon Lescaut, Giacomo Puccinis dritte Oper 1893 uraufgeführt, machte ihn über Nacht zu dem Star der italienischen Oper des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Oper basiert auf der Geschichte von Abbé Prévost, der den Aufstieg und Abstieg eines einfachen Mädchens erzählt, die ihren Geliebten verleugnet, die sich der Pariser Demi-Monde hingibt, als Prostituierte, dann nach Le Havre gebracht und später in die USA verschifft wird. Des Grieux, ihr Geliebter, folgt ihr aber. Und wir befinden uns jetzt zwischen zweiten und dritten Akt bei genau dieser Fahrt nach Le Havre. Da komponiert Puccini das berühmte Intermezzo Sinfonico, das sehr schnell auch aus der Oper herausgenommen und im Konzertsaal aufgeführt wurde. Vigentius Gionanidis, du bist bei uns im Orchester, hat diesen Moment bearbeitet für Tuba und Klavier. Die Orchesterfarben, die bei Puccini sehr wichtig sind, sind jetzt natürlich in der Tuba-Version etwas nivelliert. Dafür klingt dieses Intermezzo auf einmal nach einer Arie. Wir hören, was für ein wunderbarer Melodiker Puccini war. Sie erleben also jetzt das Intermezzo Sinfonico aus Manon Lescaut für Tuba und Klavier, gespielt von Vigentius Gionanidis, am Klavier Maxime Perrin. Thank you.
Thank you.